natürlich auch überlegt, wollen wir uns alle hinten reinstellen und vielleicht hält es vielleicht länger das 0-0, aber bist vielleicht auch gar nicht drinnen. Und so haben wir gesagt, wir wollen das eigentlich fortsetzen, was so ein bisschen die Aussage auch in den letzten Spielen gezeigt hat, dass man einfach auch im Ballbesitz schon auch offen steht und den Ball zirkulieren lässt. Dann darfst du aber nicht solche Fehler im Spielaufbau machen und das ist uns heute passiert und dann bestrafen die das auch eiskalt. Im Nachhinein können wir natürlich sagen, dass das falsch war, aber wir müssen was probieren und heute ist nicht gelungen. So ein Torschuss, natürlich freut mich das sehr. Wir verlieren 5-1, das ist natürlich bitter, aber es ist nicht so leicht gegen eine Mannschaft wie Milan. Die haben eine hohe Qualität, die sind ballsicher, da kommst kaum zum Spielen. Ja, das ist dann schwer gegen die. Aber ich freue mich aufs Tor, aber ja, wie gesagt, ist halt bitter. Ja, mindestens eine Klasse nah. Sie haben unglaublich ballsicher gespielt, mit einer Ruhe am Ball uns laufen lassen und im richtigen Moment nach vorne gespielt. Das Spiel ist natürlich unglücklich für uns gestartet, nachdem wir gleich am Anfang schnell hinten waren. Und dann ist es natürlich schwer gegen so eine Mannschaft, aber aus solchen Niederlagen können wir sehr viel mitnehmen. Wir können sehr viel daraus lernen und müssen jetzt nach vorne schauen. Ist bitter in dem Sinne, dass wir natürlich so beginnen. Und so dämlich die ersten zwei Tore kassieren eigentlich. Danach war es klar, dass es extrem schwer wird gegen Milan. Das ist ein riesen Klassenunterschied dann gewesen. Aber dass wir eigentlich mit so viel Risiko starten, in den Anfangsphasen, vor allem hinten, das haben wir vorher gesagt, dass wir das nicht machen wollen und machen es trotzdem. Und das ist extrem bitter. Aber wir haben halt eine extrem junge Mannschaft, die neu zusammengestellt ist und daraus müssen wir lernen. Was soll ich Ihnen sagen? Große Analyse. Bis 9 Minuten Analyse ist, wir haben uns in den ersten 9 Minuten nicht gut verkauft. Das heißt, nicht intelligent genug. So darf man das 0-1 nicht kriegen nach 3 Minuten. Nochmals, wir haben auch eine junge Mannschaft, die aus diesen Fehlern lernen muss. Und nach 9 Minuten war das Spiel gegessen. Also 9 Minuten 0-2 gegen diese starke Mannschaft. Danach spielt auch diese Mannschaft sich in den Rausch. Wenn man es so nennen darf, nachdem sie 4-1 gegen Lazio verloren hat, waren sie natürlich richtig heiß, das Spiel hier anzugehen. Ich habe meiner Mannschaft natürlich vor dem Spiel gesagt, wir müssen das Spiel am Anfang erstmal verschleppen. Wir dürfen nicht das Tempo mitgehen am Anfang. Wir haben es genau umgekehrt gemacht. Also wir haben versucht, nach vorne zu spielen und haben dann die Tore dann auch kassiert. Einmal durch Konter. Das darf uns natürlich nicht passieren. Aber nochmal, ich glaube, heute hat man Galaxien gesehen, Unterschied zu unserer Mannschaft. Und deswegen nehmen wir das als Erfahrung mit und müssen schauen, dass wir am Sonntag das Meisterschaftsspiel angehen. Das ist das Wichtigste für uns. Wir wollten natürlich auftreten und haben unseren Plan zurechtgelegt, dass wir natürlich schon noch Ballbesitz haben. Wir wollten von hinten rausspielen. Heute ist es ja in die Hose gegangen, weil wir einfach auch zu viele Fehler gemacht haben. Und wenn du in so einer Phase, glaube ich, in dem Spiel, vor allem in den Situationen, die Fehler machst, dann nützen die das eiskalt aus. Und somit war es dann, glaube ich, nach ein paar Minuten sehr schwierig, dass man da nochmal zurückkommt. Und ja, die haben das eiskalt dann auch runtergespielt. Gegen so eine Mannschaft muss man mutig sein, glaube ich, um da etwas mitnehmen zu können. Das ist jetzt beim ersten Tor ist es natürlich dann nach hinten losgegangen. Gegen so eine Mannschaft wird natürlich jeder kleine Fehler bestraft. Aber ich denke nicht, dass es zu mutig war, sondern dass wir einfach mutig auftreten mussten, um hier etwas mitzunehmen. Wir werden mal schauen, wie es morgen ist. Die Schmerzen waren extrem groß gerade, aber jetzt wird es ein bisschen besser. Irgendwas kapselbandmäßig ist. Aber ich denke, dass es nicht so tragisch ist, dass ich länger ausfalle. Aber das Wichtigste für mich ist, dass Heiko Westermann hoffentlich nicht so lange ausfällt, auch Borkovic direkt verletzt, sodass ich nicht mehr so viel Auswahl in der Abwehr habe. Juan ist noch nicht spielberechtigt für das Wochenende, also muss ich dann wieder zaubern. Müssen wir irgendjemanden auspacken, der da spielen kann. Und müssen wir eine schlagkräftige Truppe für Sonntag aufs Parkett bringen, das ist für mich das Wichtigste. Nein, natürlich tut die Niederlage weh, keiner von uns verliert gerne. Wir wollten etwas mitnehmen, auch wenn die Chance nicht sehr groß war. Aber wie gesagt, wir wollten mutig auftreten und etwas mitnehmen. Leider ist uns das nicht gelungen, aber wir haben jetzt nicht lange Zeit, darüber nachzudenken. Am Sonntag steht das nächste Spiel vor der Tür und da müssen wir dann wieder im Kopf und in den Beinen voll frisch sein. Ja, zuerst war es schon natürlich auch ein bisschen lauter in der Kabine, weil ja, auch wenn es AC Milan ist, also so darf das Spiel eigentlich auch nicht starten und hergeben. Also das ist uns halt passiert und der Trainer hat dann schon einmal darauf hingewiesen, dass wir schon mehr können, als wir da gezeigt haben. Und wir haben uns dann gesagt, dass wir nicht mehr so ins offene Messer laufen dürfen. Wir haben vielleicht auch gewusst, wenn wir ein Tor gelingen, dass das eine Standardsituation sein könnte. So war es dann auch. Und dann wäre vielleicht nochmal was möglich gewesen. Wir hätten dann noch 2, 3 Aktionen, die wir besser ausspielen hätten müssen.
Dann ja, bist du halt trotzdem wieder bestraft worden und dann geht dann am Schluss, glaube ich, sogar ein Sonntagsschuss auch noch rein, der noch abgefälscht ist. Dann ist halt so ein Ergebnis rausgekommen. Mir hat es im hinteren Oberschenkel einen Stich gegeben. Ich habe mich wenig, also ganz kurz aufgewärmt, weil sich der Heiko ja auch verletzt hat plötzlich. Und ja, da habe ich halt einen Stich gespürt. Ja, jetzt schauen wir mal die nächsten Tage, was sein wird. Ich glaube, ich werde eine MR haben jetzt dann und dann Therapie und ja. Allen Belangen können wir was mitnehmen. Also Ballbesitz noch viel selbstbewusster auftreten, aber auch, glaube ich, hat man heute schon gesehen, dass man im Spiel gegen den Ball auch noch einiges an Arbeit auf uns wartet. Da müssen wir einfach auch im letzten Drittel viel aggressiver, glaube ich, hingehen, weil die haben dann am Schluss, glaube ich, nur mehr hin und her gespielt. Das ist natürlich schwierig, ist rätselleichter, aber wir müssen da schon dran arbeiten, dass es besser wird. Wir werden keine Analyse machen von diesem Spiel, sondern zwei, drei Szenen rausnehmen, individuell für die Spieler. Was können sie dort besser machen, gerade in den ersten 9 Minuten. Und wir werden sofort auf St. Pölten eingehen. Hier.